Hallo liebe Freunde des gepflegten Let's Plays, herzlich willkommen zurück zu NeoCap. Wir haben die gute Savvy abgeliefert hier an ihrem Club, wo sie mit ihrem heißen, ihr Freund war das glaube ich sogar, ne? Mit ihrem Freund da irgendwie jetzt abhängen will und musste auch irgendwie, irgendwas hat sie da gefragt, sie muss das für die Arbeit tun. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Aber das mag auch daran liegen, dass ich nicht richtig zugehört habe oder jetzt schon wieder alles vergessen habe, was vor 10 Minuten passiert ist. Wir sollen jetzt noch einen Fahrgast mitnehmen, der uns jetzt noch eine Tour einbringt, bis Savvy uns dann schlussendlich anrufen will. Wir haben jetzt diese Dame hier, Ellie Bream, Peace, Love and L.O. Wir haben hier, Steve ist es nicht, aber hier ist Anthony Colton, Gründer und Motivator Nummer 1, at Curate All, für Sanftmut im Universum, oh Gott. Wirken sich denn die Typen auch auf unserer Wohlbefinden dann wieder aus oder so? Ja, wird ja wohl so sein. Und hier, Gideon DeKalb. Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus, dann kämpfen sie gegen dich und dann gewinnst du. Ja, das ist so ein wunderbares Let's Play-Motto auch. Den nehme ich. Start. District Loose Rouge. Ein Hoteldiener im Smoking warf mir einen Blick zu, als ich an den majestätischen Boat-Säulen des L.O. Babylon vorfuhr. Wirklich, hier fuhr jemand mit Neocap? Wer die alte Garde in formeller Kleidung... Wer die alte Garde in formeller Kleidung und Perlen, die in der Lobby miteinander lachte? Dann sah ich sie, eine kleine Gestalt, gedrungen wie ein Boxer, die den roten Teppich hinunter zu mich zustarkste. Auf mich zustarkste. Die Kameras flippten bei ihrem Anblick aus. Die Blitze wurden von einer harten, metallenen Haut reflektiert. Sie schrie etwas zu den Lichtern zurück und zeigte ihnen den Stinkefinger. Pinkfarbene Neonlichter zogen sich über ihre Wirbelsäule. Was war sie? Also ich hab Bock auf einen Roboter. Bitte lass den Roboter sein. Nein. Zu so einer Schweinespendenveranstaltung gehe ich nur noch, wenn es wirklich um Schweine geht. GDK. Was das wohl heißt. Ach, Gideon und so. Na, ist auch egal. Vielleicht können wir das ja erfragen. Wirklich sehr, sehr schick. Dieser Buzz Lightyear-Anzug. Könnte auch von dem Pyros aus Dothack, aus meinem Dothack Let's Play geklaut sein. Schaut euch gerne mal den Dothack Let's Play an. Fällt mir da gerade ein. Er ist sehr gut. Wie eure Sache, was ihr schaut. Aber jetzt geht es hier um Neocap. Ja, bitte weiter. Definitiv kein Roboter. Aber sie konnte nicht älter sein als, na, vielleicht 13? Keine 10 Pferde kriege ich mehr zu einem Wohltätigkeitsball für die Polizei. Was trägst du denn da? Oh Mann, zwing mich nicht darüber zu reden. Ach, sie musste das anziehen, wahrscheinlich. Wer war dieses Kind? Berühmt, super reich? Sollte ich sie lieber siezen? Hatten Sie einen schlimmen Abend, Ma'am? Nenn mich bloß nicht Ma'am, oh mein Gott! Oh oh! Wofür hältst du mich? Oha! Warum warst du denn auf einem Wohltätigkeitsball für Polizisten? Also genau genommen war es nicht für Polizisten, aber sie haben den Ball organisiert oder so. Nur ein weiteres korruptes Rädchen der Maschine, um Sophies Gesetz zu erlassen. Oh Mist, tut mir echt leid, dass ich Sophies Gesetze erwähnt habe. Keine Sorge, ich bin ganz und gar nicht dafür. Aha. Was ist Sophies Gesetz? Oh Mann, ich entschuldige mich schon im Voraus. Capra wird alles und jeden haben, stimmt's? Wohin wir auch gehen, was wir auch sagen. Sie wollen alles. Mit Sophies Gesetz haben sie es fast geschafft. Damit sind menschliche Fahrer in Los Ojos nicht mehr zugelassen, nur noch selbstfahrende Wagen. Zu unserer Sicherheit, weißt du? Bald wird über das Referendum abgestimmt. Eine Pseudo-Wohltätigkeitsorganisation soll die politischen Spenden verbergen. Und wer leitet sie?
Trommelwirbel bitte. Meine faschistische Mutter. So redet man aber nicht über seine Mutter, ihr junge Frau. Die Polizei ist dafür? Capra hat das LOPD doch längst in der Tasche. Es nutzt Capras Technik zur Gesichtserkennung Live-Feeds von jedem selbstfahrenden Auto in der Stadt. Wenn Sophies Gesetz ihnen also sozusagen ein Monopol für den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt schenkt, die finden es toll. Genau wie Yancy. Komm schon, das ist doch Faschismus für Anfänger. Ich verspürte den Drang, einfach zu nicken. Dieses Kind war anstrengend, aber etwas, was sie gesagt hatte, nagte an mir. Moment mal, sie wollen menschliche Fahrer illegal machen? Hast du das wirklich nicht gewusst? Sophie Lemieux war eine Tänzerin im L.O. Ballett. Ihr Primo Ballerino-Account hatte etwa 140 Millionen Abonnenten. Vor einem Monat wurde sie beim Autounfall getötet. Jetzt hat sie 200 Millionen Abonnenten. Ja, so kann's gehen. Das ist furchtbar, was ist denn passiert? Irgendein Typ fuhr im Stadtzentrum ein altes Manual geradewegs in eine Menge. Tötete dabei sie und eine Reihe weiterer Leute. Was stimmt nicht mit so einem Menschen? Jedes Mal, wenn so etwas passiert, versuche ich es zu verstehen. Ich weiß nicht, ob ich das hier verstehen werde. Wer war denn der Fahrer? Gute Frage, er starb vor Ort und sie haben kaum etwas über ihn rausgelassen. Vor ein paar Jahren postete er mal ein paar abgedrehte Kommentare auf sozialen Medien, aber abgesehen davon war er online nicht aktiv. Wer weiß, ob der überhaupt echt war. Eine Ballerina, echt jetzt? Das war ganz schön dick aufgetragen. Jedenfalls steht es bei der Wahl spitz auf Knopf. Es könnte so oder so ausgehen, falls das dann Trost ist. Trost? Wenn das Gesetz erlassen wurde, sah es ganz danach aus, als wäre ich meinen Job los. Ein Capra saust an mir vorbei, den man nicht sehen kann. Ja, leider immer so ein bisschen sich wiederholend hier die Hintergrundszenerie, obwohl das grafisch eigentlich ganz nett gemacht ist, finde ich. Die Lina hier zum Beispiel, die finde ich richtig gut so gelungen von der grafischen Aufmachung her. Also auch so die Gesichtsdetails und so, nicht schlecht geworden, mag diesen Stil. Cell Shading, ist es vielleicht, nennt man das so? Naja. Die würden dann eine Solo-Vorstellung geben. Wie sonst sollten die Leute durch die Stadt kommen? Also zählt jedes 500 Coin pro Teller essen, denn bis zur Wahl sind es nur noch ein paar Tage. Yancy hasst mich, sagt, aber ich wäre jetzt alt genug, dass meine Anwesenheit bei DeKalb's Events erwartet würde. Meine Verpflichtung als Sprössling. Ich bin ein Sprössling, hast du das gewusst? Ich habe noch nie einen Sprössling kennengelernt. Ach so, jetzt habe ich nur eine Möglichkeit. Ja, vielleicht hätte ich sonst noch eine andere bekommen. Ich habe noch nie einen Sprössling kennengelernt. Es gab für alles ein erstes Mal. Tut mir leid, das hätte ich nicht sagen sollen. Das ist ja so peinlich, darüber zu sprechen. Die Leute sehen dich komisch an, wenn du Geld hast. Oder wenn du keins hast. Für seine Eltern kann man nichts. Oh, ich hab Mitleid. Klingt echt hart. Hey, ich bin in meiner Nochmal. Hey, ich bin mit meiner Privilegien und so total bewusst. Und ich kann das nicht ausstehen. Ich hätte lieber kein Geld und wäre einfach normal. Vernichtet die Reichen, das denke ich, reißt alles nieder. Ihr Schneid gefiel mir. Mir gefielen ihre Ansichten, aber sie hatte noch viel zu lernen. Joa. Jedenfalls ging ich hin und sie stellte mich dem Leiter der Polizei vor. Und er sagte sowas wie, oh, wie schön dich kennenzulernen, und ich sagte, verpiss dich, weißer Rassist. Hast du das wirklich gesagt? Und ob? Yancy versuchte mich wegzusperren, aber naja, sieh dir an, was ich da anhabe. Dann sagte sie, ich wäre peinlich für sie, also bin ich gegangen. Aber stimmt. Wusstest du, dass Institutionen rassistisch sein können? Tut mir leid, natürlich weißt du das. Dir muss ich es ja nicht erklären, wie übel das LOPD für Leute anderer Hautfarbe ist.
möchte gerne mehr von reichen weißen Teenagern über Rassismus erfahren. Ein bisschen bissig, ne? Das lässt sich mal so im Raum stehen. Ah, jetzt habe ich so meine innere Mitte hier gefunden, oder wie? Das ist total faschistisch. Du bist also gegen alles, wofür deine Mutter steht. War sie ein bisschen kontrollsüchtig als Mutter? Und wie? Woher weißt du? Du trägst eine pinkfarbene eiserne Jungfrau? Na, nur geraten, also was soll der Aufzug? Natürlich musst du das unbedingt ansprechen. Okay, dann ist das also ein Kinder-Mac. Es ist das Modell Michelle, speziell für Mädchen. Oh, der hat bestimmt irgendwelche Superkräfte oder so. Versprüht Rosenduft. Jensi würde Wert darauf legen, dass es sich hierbei um das Slimline-Modell handelt. Ich kann nicht mal darüber reden. Oh, viele Möglichkeiten hier. Ja, mich interessiert eigentlich nicht so dieser Kinder-Mac, oder? Ha. Jetzt ist deine Mutter? Biologische Mutter. Wenn es darum geht, wer mich aufgezogen hat, dann sind meine Eltern Maya Angelou und James Baldwin. Ja, ich hatte mir immer als reichen weißen Roboter vorgestellt. Was bedeutet das hier eigentlich mit diesen... Anführungsstrichen hier? Sind die aufgrund meiner Gemütslage jetzt irgendwie verfügbar oder so? Huh. Ja, ich hatte mir Maya Angelous Tochter immer als reichen weißen Roboter vorgestellt. Ein bisschen böse vielleicht, aber was soll's. Jetzt kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Mach dich nicht über mich lustig. Du kennst mich doch gar nicht. Was macht Yancy? Sie tut gar nichts. Aber mein Urgroßvater hatte eine Fabrik, die Autoteile herstellte. Du hast in diesem Wagen definitiv irgendein Teil, das von Descartes stammt. Alles, was Yancy tut, ist sein Geld aus dem Fenster zu werfen. Man kommt immer wieder auf diesen komischen Anzug zu sprechen, ne? Oh, nehmen wir jetzt mal das mit dem Kinder-Mac. Ich habe noch nie von einem Kinder-Mac gehört. Das überrascht mich nicht. Die sind wahnsinnig teuer. Dazu hatte ich nichts zu sagen. Jensi hat mich immer hier reingesteckt, als ich 4 war, nachdem mich der Wagen angefahren hat. Aber nach der Operation ging es mir bestens. Sie hat total überreagiert. Oh, den Unfall, die Lütte. Aber sie war so darauf fixiert, dass es womöglich nochmal passieren könnte. Als passierte einem das mehr als einmal. Oh, kann schon vorkommen. Ich würde es nicht mal spüren. Kannst du ihn abnehmen? Erst wenn ich 18 bin. Wusstest du das nicht? Mit dem Alter ist man offenbar reif genug, um seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Das kann doch nicht legal sein. Das sage ich schon mein ganzes Leben lang. Ich habe versucht, mich zu emanzipieren, weißt du? Aber die Gerichte in diesem Land haben panische Angst vor Yancy. Es ist so krank und faschistisch. Na gut, ich kann ihre Meinung ja irgendwie nachvollziehen jetzt, wenn sie da jetzt aufgrund eines Unfalls in so einem Schutzanzug irgendwie drin sein muss. Wie fühlt es sich an? Es ist Folter. Sie weiß immer, wo ich bin. Sie kann es überprüfen, wann immer sie will. Hier drin ist eine Kamera. Sie kann sehen, was ich sehe. Einmal habe ich versucht, meine Ohren zu piercen und da blockierten meine Arme. Oh Gott. Ich habe versucht, diesen Scheiß auf Faschismus-Sticker aufzukleben.
und er löst es nicht glatt vom Gestell. Es gibt einen Content-Filter. Oh. Ich kann Ihre Meinung wirklich nachvollziehen. Du musst sie noch wenigstens zum Schlafen abnehmen können. Nein! Ich kann ihn nicht abnehmen. Nie! Das ist so unfair. Ja. Ja, das ist ziemlich extrem. Ja, oder? Warum sieht das denn sonst keiner? Wo wohnst du überhaupt? Ich spreche die Mutter jetzt mal bewusst nicht an, weil ich glaube, das ist nicht so das angenehmste Gesprächsthema für sie. Das siehst du gleich. In den letzten paar Minuten waren die Straßen sauberer geworden, die Gebäude rings um uns höher und die Menschen? Es war nicht eine Menschenseele zu sehen. Da bin ich. Wir hielten an einem Hochhaus mit einem Titantor, in das Löwen eingeätzt waren. Hey Athena, Tor öffnen! Die Lichter in ihrem Anzug pulsierten und das Tor öffnete sich quietschend. Okay, tut mir leid, aber das war irgendwie cool. Oh, sieh dir das an! Ich habe gerade eine Nachricht von Jens erhalten. Nicht mit der Taxifahrerin sprechen. Achso. Danke, dass du wenigstens nach Hause gegangen bist und nicht zu deiner Tante oder Gott weiß wohin. Wir reden morgen früh miteinander. Bis dahin. Das klingt ja nicht so gut. Denke über deine politischen Meinungen nach. Du wirst überzeugender wirken, wenn du sachliche Argumente benutzt. Sachliche Argumente gegen den Faschismus. Statt obszöner Ausbrüche. Was für eine gequälte Scheiße. Das ist doch gequälte Scheiße, oder? Ja, bleib wütend, Gideon. Die Welt braucht eine Leidenschaft. Wut ist das Einzige, vor dem sie wirklich Angst haben. Ich nehme das Mittlere. Gut erzogene Frauen schreiben selten Geschichte. Ganz genau, ich wusste, du würdest es verstehen. Das ist so wichtig. Ich werde allen, die ich kenne, sagen, sie sollen Sophies Gesetze diese Woche ablehnen. Vielleicht können wir doch etwas bewirken. Ihre metallenen Fingerspitzen tanzten über den Türgriff. Ich muss einfach mal sagen, ich habe nicht oft die Chance, mit jemandem zu reden, der mich als Person wahrnimmt. Und nicht als Kind. Es sah so aus, als wollte sie etwas anderes sagen, aber sie verlagerte in ihrem Anzug nur das Gewicht. Dann war sie wieder blitz zur Tür hinaus. Oh. Als ich sie auf die bogenförmigen Doppeltüren zugehen sah, hatte ich das entsetzliche Gefühl, als liefe der Anzug, nicht sie. Ich wartete, bis sie hineingegangen war, als könnte ihr irgendwas wehtun. Sie sah zu mir zurück, bevor die Tür zuschlug. Zumindest glaubte ich das. Es passierte so schnell. So, was haben wir denn bekommen von der Guten? 5 Sterne. So herablassend, läuft. Fantastisch, sie ist eine nette Fahrerin und total interessant. Sie kapiert es total. Sehr schön, gut gelaufen. Ja, Top-Bewertung ist geblieben. Na, viel verdient man hier ja nicht wirklich, ne? 5,74. Und unser Batteriestand nimmt etwas ab. Okay, vielleicht ganz gut, dass wir das Ding hier vollgetankt haben. Und das Spiel wurde gespeichert. Da will ich doch erstmal sehen, was jetzt noch passiert. Als ich um die Ecke bog, ging ich vom Gas. Auf der Straße hatte sich eine Menschenmenge versammelt. Sie bildete einen unordentlichen Kreis um ein leeres Capra-Auto. Oh, ein bisschen Zeit habe ich auch noch. Die Leute brüllten einander und das Auto an. Blablabla. Ja, manchmal geht es ein bisschen schnell weg, der Text. Ja, ist eigentlich ein bisschen schade. Das selbstfahrende Auto versuchte sich in Dutzenden kleiner schnelle Wendemanöver aus dem Kreis zu befreien, wie eine Motte, die zwischen zwei Fensterscheiben geraten war. Dann ein anderes Geräusch. War das meine Hintertür? Nein, deine Beifahrertür anscheinend, oder?
zur Hölle? Ach, du bist die Dame, die wir erst hätten abholen können, oder? Ich muss hier weg. Sie müssen losfahren. Ich zahle. Was zur... Ich erkläre es Ihnen, aber wir müssen losfahren. Sie sind doch ein Neocab. Ich bin... Sie fahren Leute. Wir müssen hier weg. Ich kann hier nicht bleiben. Der Zustand deines Field Grids färbt deine Optionen ein. Manchmal gibt es neue Optionen, manchmal werden Optionen deaktiviert. Jetzt kann ich das wahrscheinlich nicht machen, oder? Doch, kann ich. War wahrscheinlich dann speziell auf die Gemütslage wieder abgestimmt. Was zum Teufel machen Sie in meinem Wagen? Nicht die freundlichste Option jetzt. Wenn Sie eine Fahrt wollen, gehen Sie über Neocab. Sie öffnen nicht einfach, ohne zu fragen, mal die Tür. Hören Sie, es tut mir leid. Wirklich, aber das ist mein verdammtes Rad unter diesem Capra, okay? Ich wäre fast umgekommen. Und wenn wir nicht sofort hier wegfahren, kommt die Polizei und mein Leben ist tatsächlich vorbei. Ich kann alles erklären, aber zuerst müssen Sie uns von diesem Mob wegbringen. Nee, ich nehme die mit. Ich kann die jetzt hier nicht absetzen. Na schön, wir fahren erstmal los und dann erklären sie mir alles. Aha. Ah, jetzt muss ich praktisch sie hier vergraulen. Wissen Sie was? Nein. Wenn die Polizei unterwegs ist, ist das ihr Problem. Hören Sie auf, mir von meinem Rücksitz aus zu sagen, was ich zu tun habe. Oh. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gewollt, diese Option, aber naja, so ist es nun mal. Ich ließ zu, dass sich Stille und Spannung im Auto ausbreiteten. Der Fahrgast sah so verängstigt aus. Der Mob draußen wurde schlimmer und wollte ich mich jetzt wirklich mit dem LOPD abgeben? Hey, hey, Sie haben in Panik. Sie haben Panik in den Augen, ich sehe Sie. Sehen Sie mich? Normalerweise kann ich andere mit einem Blick in ihr Gesicht einschätzen. Savvy nannte das mein Wahrheitsdownload. Nicht, dass sie je darauf hörte, wenn es um eine ihrer Bekanntschaften ging. Aber ich musste ruhig sein, um die kleine Stimme in meinem Kopf zu hören. Und dieser Fahrgast hatte mich total aufgebracht. Oh, unsere Blicke trafen sich im Rückspiegel. Und es funktionierte. Es war so klar, als hätte sie es laut gesagt. Ich wusste, dass sie ihm leid tat. Dass es ihm leid tat? Hä? Dass sie in Sicherheit war und nur versuchte zu überleben. War nicht ganz sauber übersetzt hier. Wie ich. Sie sind ein Mensch, der Sachen total intensiv empfindet, richtig? Tja, das ist eine intensive Situation. Und der Mob, der auch gar nicht zu sehen ist draußen, scheint auch sich ein bisschen Zeit zu lassen. Bitte nehmen Sie sich eine Sekunde, um zu sehen, dass ich Sie um Hilfe bitte. Und fahren Sie. Ach, das ist so ein Typ sein. Das soll denn Seinem heißen. Sirnem. Gott. Schlecht übersetzt. Ich fuhr. Aha. Geht also auch nicht. Ich hielt seinen Blick stand. Ich spürte, wie meine Angst verflog. Mein Puls wurde langsamer. Schon besser. Ich wundere mich hier gerade so ein bisschen um die Übersetzung, wer das gemacht hat. Wahrscheinlich irgendwie so eine Software oder so. Sie verstummte, als sie sah, dass man Vogel von einem wütenden Rot zu einem entspannten Grün wechselte. Schien auch sie zu beruhigen. Sie tragen eins von diesen vielen Dingern und es sieht so aus, als wäre alles in Ordnung zwischen uns. Wähle deine Worte und Fahrgäste mit Bedacht, um deine Stimmung und damit deine Geschichte zu lenken. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Alles in Ordnung zwischen uns. Das ist gut, denn zwischen mir und dem LOPD ist das nicht der Fall. Geben Sie Gas! Uns auch rechtzeitig weg. Die Polizeiwagen rollten gerade heran und die Fahrertypen verdufteten in die Nacht. Wie heißen Sie? Ich bin Azul.
Aua, warum verpflichtet sich das Adrenalin nach einer Weile? Mann, tut das weh. Ich bin Lina, wohin fahren wir? Bringen Sie mich, Mist, ich muss zur Arbeit. Ah, ein Club, war das nicht da, wo wir die hin... Nee, das ist ein anderer Club, ne? Naja, ich arbeite in diesem Club in Luz Rouge. Es ist nicht weit, ich bin... Mist, aua. Können Sie mir wenigstens sagen, was da hinten los war? Ich wurde von einem Capra angefahren. Ich war auf meinem Rad unterwegs. Es kam aus dem Nichts, streifte mich seitlich und fuhr dann einfach weiter. Direkt über mein verdammtes Rad. Haben Sie sich die Nummer gemerkt? Mist, nein, habe ich nicht. Aber Sie brauchen deswegen nicht extra zurückzufahren. Vergessen Sie es. Alle diese Leute sind einfach so aufgetaucht? Nein, nein, ich habe einen Radix-Schwarm gerufen. Was ist denn ein Radix-Schwarm? Sie wissen ja... Radix soll das wohl heißen. Ich sag mal Radix, das klingt auch so nach 80er Jahre Actionheld oder Bösewicht oder so. Sie wissen, wer Radix ist, oder? Keine Ahnung. Wir sind Aktivisten, wir werden uns gegen Kapitalgesellschaften wie Capra. Bei Radix geht es um direkte Aktion, um die Stadt für die Menschen zu verändern. Autos loszuwerden ist erst der Anfang. Und noch so ein Autohasser? Obwohl ich doch mit sauberer Elektroenergie fahre. Daraus folgen sicherere Straßen, ein funktionierender öffentlicher Nahverkehr, der Luxusmarkt verliert einen großen Teil. Die meisten sehen uns nur als Rabauken auf Fahrrädern, aber die meisten sind blind. Und was ist ein Schwarm? Wenn Sie Mitglied bei Radix sind und in Schwierigkeiten stecken? Also, wenn Sie zum Beispiel von einem scheiß Capra angefahren wurden, dann schicken Sie ein Signal über die App, um einen Radix-Schwarm zu rufen. Es alarmiert die anderen Mitglieder, zeigt ihnen, wo sie sind und sagt ihnen, dass sie Hilfe brauchen. Ah, mit seiner komischen... Gedankenkraft oder was er da auf Lina jetzt angewirkt hat, wahrscheinlich war das die Hilfe, oder? Das war also Hilfe? Sah nicht so aus, als hätten sie viel davon gehabt, wenn sie jetzt hier bei mir sitzen. Es ist einfach außer Kontrolle geraten, ich weiß nicht. Nee, doch nicht. Okay. Sollten wohl noch welche kommen und ihn retten, aber es wird keiner erschienen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Haben sie zum ersten Mal einen Schwarm gerufen? Ja. Aber das, ich... weiß nicht, so soll es eigentlich nicht ablaufen. Wie soll es dann ablaufen? Ich weiß nicht, ich dachte, sie würden mich retten, aber es war, als wären sie nur aufgekreuzt, um das Capra-Auto aufzumischen. Niemand hat versucht, mein Rad da rauszuholen oder so. Ein Typ hat mir ausgeholfen, aber nachdem er gefragt hatte, ob bei mir alles in Ordnung ist, da war ich auf einmal uninteressant. Neocap eilt zur Rettung. Oh. Das macht das noch schlimmer. Alles war gut, ich wollte ihn hier einfach treiben lassen. Na gut. Warum sagen Sie das? Weil es immer noch ein verdammtes Auto ist. Sie gefährden immer noch jeden Tag Menschen und... Ich sollte mich vor einer Horde Radix-Leuten nicht in einer Todesmaschine herumkutschen lassen. Dort wegzufahren war richtig. Glauben Sie, die haben mich einsteigen sehen? Ja, auf jeden Fall. Ernsthaft? Nur ein Witz, sie sind aus dem Schneider. Das ist nicht witzig, verdammt. Ich bitte seine Angst. Er war immer noch total angespannt. Was für eine Scheißnacht. Mein Bein tut höllisch weh, mein Fahrrad ist weg. Die werden wahrscheinlich verlangen, dass ich Radix verlasse. Wäre das denn schlimm? Ja, es wäre schlimm. Ich meine ja nur, weil sie ihnen nicht geholfen haben. Es klingt nicht so, als würden sie sich groß um ihre Leute kümmern. Ja, schon gut.
Hören Sie, da wo ich hin will, ich will nicht, dass die mich aus ihrem Wagen steigen sehen. Können Sie mich einfach an der Ecke Guadeloupe und Sanders rauslassen, dann laufe ich den Rest. Mit dem Bein? Es ist nur ein Kratzer, mir geht's gut. Ihre Entscheidung. Ja, genau. Er lehnte sich vor und sah aus dem Fenster. Ist das eine Mischung aus Sie und Er? Oder soll das jetzt Sie heißen, weil keiner weiß, ob das eine Sie oder ein Er ist? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Oder sagt man das hier zu Robotern? Keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwas verpasst habe. Okay, hier ist es gut. Können Sie vielleicht einfach in die Gasse hier einbiegen? Der ganze Block sah ziemlich verlassen aus, aber ich steuerte trotzdem in den Schatten. Was auch immer Sie ihn beunruhigte. Irgendwie ein bisschen unbeholfen übersetzt trotzdem. Sie zeigte das doch hier nicht auf, oder? Das lautet das Motto von NeoCab. Genau, keine Kamera, nichts auf der App. Sie sind nie hier gewesen, Azul. Gut. Ach, was schuld ich Ihnen? Oh, bin ich geldgierig oder sag ich nichts? Nee, ich habe ja schon eine Tour gehabt. Nichts? Wirklich? Sie stecken in Schwierigkeiten, da hätte ich auch rausgewollt. Machen Sie sich keine Sorgen wegen des Geldes. Passen Sie nur auf sich auf. Verdammt, danke. Hören Sie, Sie hätten mir nicht helfen müssen. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Aber was Sie da gesehen haben... Keine Sorge, ich erzähl's nicht rum. Danke. Mist, warten Sie, ich habe Ihren Namen nicht mitbekommen. Lina! Cool, danke, Lina. Ich bin Azul, das habe ich schon gesagt, oder? Haben Sie und gern geschehen. Schönen Abend noch. Azul stieg aus dem Wagen und stolperte etwas, als könnte sehr sein Bein nicht zu stark belasten. Aber er schüttelte es ab und verschwand ohne jeden Blick zurückrumpelt in der Gasse. So, Speicherzeit. Es war weit nach Mitternacht und hatte meine Fahrtenquote erfüllt. Ich überprüfte mein Feelgrid grün. In den meisten Nächten würde ich jetzt Feierabend machen. Oder vielleicht noch eine letzte Fahrt annehmen, wenn ich noch die Energie hatte. Aber bis ich nicht von Savvy hörte, hätte ich keine Bleibe. Wann würde sie mir antworten? Joa, das werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge erfahren. Denn ich mache jetzt hier mal einen kleinen Cut. Ja, zwei Fahrgäste befördert. Einmal das kleine Mädchen in dem komischen Raumanzug, was aufgrund eines Verkehrsunfalls da drin bleiben musste, weil seine Mutter das so wollte und aus reichen Hause stammte und alles Faschisten sind. Und dann dieser komische Maschinentyp mit den Druckfehlern, der da von dem Mob aufgemischt wurde und den wir da kurzhand errettet haben nach einigen Anfangsschwierigkeiten. Bleibt also interessant. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Ich hoffe, das geht mit dem vielen gelesenen Text. Hoffentlich ist es nicht allzu langweilig. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid, wenn es euch nicht so langweilig war, bei NeoCab. Also vielen Dank fürs Schauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.